Ja, Sebi, die erste WM-Teilnahme steht kurz bevor. Wie groß ist die Nervosität? Hält sich nur in Grenzen. Es ist ja auch noch nicht ganz sicher, dass ich dabei bin. Kommt jetzt noch ein bisschen auf Davos an, aber ich denke mal, die Chancen stehen ganz gut und freue mich eigentlich eher, als dass ich nervös bin. Wie genau sieht denn die Qualifikation da aus? Also du hast jetzt gerade schon Davos angesprochen. Inwieweit entscheidet sich dort, ob du starten kannst? Ja, ich habe bis jetzt ja in Anführungszeichen nur eine halbe Quali stehen und dadurch kommt es eben einfach noch auf Davos an. Ich sollte da meine Leistung einigermaßen bestätigen. Genaue Vorgaben gibt es nicht, aber ich denke mal, das Ziel ist immer, dass man im Sprint weiterkommt und wenn das passt, dann sollte auch die WM passen, hoffe ich mal. Wenn du es dir aussuchen dürftest, auf welchen Start würdest du dich am meisten freuen? Ja, es steht eigentlich, denke ich mal, nur der Sprint zur Debatte, aber da freue ich mich auch drauf. Klassik-Sprint ist, denke ich mal, eine meiner Stärken und da freue ich mich drauf, ja. Kennst du denn die Strecken schon in Val di Fiemme? Konntest du da schon die ersten Erfahrungen sammeln? Nee, ich war leider noch gar nicht da, aber was ich gehört habe, ist es gut. Wie sieht denn jetzt die Vorbereitung jetzt dann? Ich meine, du weißt es ja jetzt noch nicht definitiv, ob du starten kannst. Ich gehe davon aus, du bereitest dich so vor, als ob du startest. Wie sieht es denn jetzt so kurz vorher dann noch aus? Ja, von der Vorbereitung haben wir jetzt eigentlich nichts groß anders gemacht, wie wenn es normal auf ein Rennen hingehen würde. Jetzt steht am Samstag nochmal Davos an und die Vorbereitung richtet sich im Moment eigentlich eher auf den Samstag in Davos. Und dann muss man schauen, aber es sind danach, glaube ich, nur noch 5 Tage bis zum Sprint bei der WM. Da kann man eh nicht mehr viel machen. Das heißt, entweder passt die Form am Samstag und dann, denke ich mal, passt auch bei der WM. Oder es passt eben nicht und dann hätte sich die WM eh erledigt. Aber von dem her, denke ich mal, ist es ein ganz guter Weg so. Wir haben hier schon eben von der Allgäu Connection gesprochen. Trainierst du jetzt hier auch vor allem mit deiner Trainingsgruppe eben von zu Hause? Oder wie läuft das jetzt hier in Toblach ab im Trainingslager? Ja, hier bin ich echt eher eigentlich bei den Mädels gerade ein bisschen angegliedert, weil die anderen Jungs, die hier sind, in Davos jetzt im Sprint nicht starten und von den Mädels sind ja doch einige dabei. Und dann läuft das Training eigentlich da gemeinsam ab, was man halt gemeinsam machen kann. Wie sieht es dann aus, wenn du dann nach Val di Fiemme anreist? Sind irgendwelche Maskottchen dann im Gepäck, dass es dann auch alles so läuft, wie du es dir wünschst? Großmaskottchen habe ich eigentlich nicht, ich habe nur eine Bärenkralle. Ich hoffe, dass ich Bärenkräfte habe dann. Kommt denn auch Familie, Freunde, kommen die mit zu Besuch dann, wenn der Start feststeht? Was ich bis jetzt so gehört habe, gibt es Pläne, dass man dann kommt, ja. Aber wie gesagt, das ist dann relativ spontan. Ich weiß ja selber noch nicht, ob ich da bin. Du weißt es selber noch nicht, aber du kannst es vielleicht einschätzen. Wie ist denn gerade deine Form? Wie fühlst du dich? Fit, topfit. Naja, also ich denke mal, wenn es so weitergeht, wie es jetzt in den letzten Wochen auch gelaufen ist, dann sollte es passen. Okay. Wird denn jetzt auch noch irgendwie am Material was gefeilt oder ist es jetzt, was sind die letzten Vorbereitungen? Wie kann man sich denn jetzt dann noch nach Davos, der ja jetzt noch so kurz vor der WM dazwischen liegt, noch ganz speziell darauf vorbereiten? Ich weiß gar nicht, ob es so sinnvoll ist, wenn man jetzt nochmal irgendwas ganz Spezielles versucht, weil man hat ja normal seine Vorbereitungen, die sich bewährt haben in der letzten Zeit. Und wenn man da einfach alles so macht, wie man es immer gemacht hat, wo es funktioniert hat, denke ich mal, ist das eigentlich der beste Weg, bevor man jetzt nochmal kurz vorm Höhepunkt irgendwelche Experimente da anfängt. Und wie ist die Stimmung denn in der Mannschaft? Freuen sich alle auf die WM? Ja, Stimmung ist super. Ich meine, hier ein Top-Trainingslager, ein super Quartier, da ist die Stimmung dann eh immer gut. Also es passt alles doch. Ja, vielleicht kannst du gleich noch was zu Toblach hier sagen. Also ihr habt euch jetzt hierfür, ist doch relativ hoch gelegen. Wie sind die Trainingsbedingungen hier für euch? Trainingsbedingungen sind super. Es hat heute zwar ein bisschen geschneit, aber trotzdem super präparierte Loipen hier und ein gigantisches Gebiet zum Trainieren. Da hinten raus Richtung Dürensee und so, wo dann auch die Tour-Etappen reinkommen, ist super zum Trainieren, also passt.